Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir packen jetzt bei absolut grauem Regen, Scheißwetter, zusammen die neue Trend Raider Box aus, die uns jetzt gleich viel, viel bessere Laune machen wird. Ich habe wie immer schon reingelugt und alles ein bisschen aufgepackt. Und ich würde sagen, das ist die bisher beste Box, die ich hatte. Ich fand alle Boxen toll, richtig toll, aber die toppt nochmal alles. Und die liebe ich mega. Obacht, wir starten jetzt. Und zwar ist das Thema diesmal Soulbox. Passt also auch wieder perfekt hier auf diesen Kanal. Und wie immer, wenn ich die Trend Raider Box auspacke, habe ich mir selbst die Challenge gesetzt, bei so vielen Produkten wie möglich euch zu erklären, wie man die achtsam in seinen Mama-Alltag einbauen kann, um sich so ganz kleine Momente für sich im Alltag herauszupicken. Hier in diesem Heft stehen wie immer alle Infos zu den Produkten, die enthalten sind. Da werde ich auch immer mal wieder reinlunchen. Und ebenfalls wie immer findet ihr unten in der Infobox meinen persönlichen Rabattcode für euch, mit dem ihr eure TrendRaider-Box ein wenig günstiger bekommen könnt. Und wir starten mal mit dem, was mir auch als erstes ins Auge gestochen ist, beziehungsweise sind das zwei Dinge, die zusammengehören. Wir starten mal damit. Wie schön verpackt kann es bitte sein? Das ist von Natürlich eine Handwaschseife mit fruchtigem Brombeerextrakt. Und die Inhaltsstoffe sind mindestens 95% natürlichen Ursprungs. Und hier ist dann nochmal so der Nachhaltigkeitsgedanke. Das Etikett zum Beispiel ist aus 30% Recyclingmaterial. Die Flasche ist 100% aus Recyclingmaterial und auch zu 100% recyclingfähig. Allerdings werde ich die tatsächlich weiter benutzen. Nicht nur, weil die halt super, super schön ist und damit auch einlädt zum weiter benutzen, sondern weil halt auch ein Nachfüllpack mit dabei war. Und das ist dann, also das hier ist Brombeere. Und das hier ist mit erfrischender Licea cubeba. Habe ich noch nie vorher gehört. Und da kann man jetzt die Flasche damit noch zweimal nachfüllen. Auf jeden Fall belebender Duft steht da. Sanfte Reinigung. Vegan sind die Produkte auch. 0% Silikone ohne Mikroplastik. Auch super, super wichtig. Und wir schauen hier einmal rein. Natürlich bei Evita, Hagner Shop. Es steht jetzt hier nur die Handwaschseife plus der Nachfüllbeutel kosten 5,20 €. Wenn das der Preis zusammen ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und Beispiel Nummer 1 sind so diese Kleintätigkeiten, die wir sowieso im Alltag machen, die mit etwas zu verknüpfen. Zu sagen, immer wenn ich mir die Hände wasche, und wir waschen uns jetzt alle die Hände noch viel, viel mehr als sonst, zu sagen, in der Zeit, wo ich mir die wasche, das soll ja, glaube ich, mindestens 30 Sekunden dauern, bis zu einer Minute, kann man sagen, in der Zeit zähle ich alles auf, wofür ich gerade dankbar bin. Oder ich kontrolliere in dieser Zeit mal ganz bewusst meine Gedanken und schaue, wo meine Gedanken auch mal hingehen. Also diese Zeit zu nutzen, diese Tätigkeit, die automatisch passiert, auf die ich mich nicht konzentrieren muss, zu nutzen, um mal meine Gedanken ganz bewusst in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wir können ja mal im Badezimmer bleiben. Dabei war nämlich auch noch von Schebens Cell Therapy Hydrogel Maske, Anti-Age Booster. Ich glaube, mit 30 sollte man eigentlich theoretisch solche Produkte benutzen. Ich habe mich erst letztens mit meiner Oma unterhalten, die natürlich schon weit über 70 ist. Wir haben einfach tatsächlich zum Glück sehr, sehr gute Gene und nicht so Probleme mit Falten oder so. Jedenfalls aktiviert die Zellen, glättet die Haut, verbessert die Elastizität. Ist quasi so eine Maske, ne, die man sich hier auf das Gesicht auflegt. Ich mag sowas. Das ist für mich so die perfekte Me-Time. Das versuche ich so einmal die Woche zu machen. Entweder freitags oder sonntags, je nachdem, wie es passt. Dann gehe ich in die Badewanne
Und dann creme ich mich komplett ein. Und dann gibt es eine Gesichtsmaske und es gibt eine Haarmaske und ich mache mir die Nägel. So das volle Programm, was jeder kennt. Am Anfang habe ich das so ein bisschen abgetan als, ja, man macht es doch irgendwie eh und es gehört doch dazu und Frauen nehmen sich doch die Zeit dafür. Ginny, nicht jetzt. Und sie hört auch sofort auf. Aber dieses bewusste, hey, diese halbe Stunde, Stunde im Bad, das ist meine Zeit. Und sich das tatsächlich auch bewusst zu machen. So viele sagen, nee, ich habe keine Alleinzeit, ich nehme mir keine Zeit für mich. Aber das in die Badewanne gehen oder von mir aus auch in der Dusche diese 10 Minuten ganz bewusst für sich zu nutzen. Und hier kann man dann zum Beispiel nebenbei Musik hören, Affirmationen hören, was auch immer ihr mögt. Dann, darauf freue ich mich auch mega, das auszuprobieren. Von Biotherm, die Marke kenne ich tatsächlich auch schon, ist das feste Dusche, 2 in 1 Sandelholz. Das muss ich unbedingt lesen. Also sowas wollte ich schon lange, lange ausprobieren. Muss ich einmal gucken, wo wir das haben. Habe ich das jetzt überblättert? Ah, hier. Da gibt es auch diese 4 Sorten. Ich habe jetzt diese da mit dem Sandelholz und da kostet eine 9,95 €. Am leichtesten fühlen wir uns wohl in unserer Haut, wenn sich eben auch unsere Haut wohlfühlt. Mit der festen Dusche der renommierten Naturkosmetikmarke Biotherm, also die Marke kann ich tatsächlich sehr empfehlen, die ist wirklich gut, befindest du dich auf dem besten Weg dorthin. Erlesene Zutaten wie Bio-Shea-Butter und Bio-Mandelmilch reinigen deine Haut sanft und pflegen sie für ein unwiderstehliches Gefühl, das den ganzen Tag andauert. Dabei ist dein neues, nachhaltiges Duschglück nicht nur vollkommen plastikfrei und klimaneutral produziert, sondern auch pH-hautneutral und damit super hautfreundlich. So, und es gibt noch, also wie gesagt, ich habe Sandelholz und es gibt noch Zitronengras, Minze, ah, das ist auch geil. Hibiskusblüte und Vanilla-Tonkabohne. Bin ich super gespannt. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem Video erzählt, dass ich so extrem empfindliche Haut habe und normales Duschgel einfach nicht benutzen kann, weil dann würde ich mich wahnsinnig kratzen. Ich will das einmal aufmachen, bitte. Ich möchte mal dran schnuppern. Also das sieht. Oh, riecht das geil. Ah! Schon, wenn man das aufmacht. Also so sieht es denn aus. So noch aufgeprägt. Sandelholz war ich gerade erst skeptisch. Aber es riecht so gut. Oh, wenn ihr das riechen könntet. Oh, geil. Geil. Und sowas mag ich tatsächlich auch zu verschenken. Also, es sieht ja auch sehr schön aus, ne? Oh, geil. Oh, ich freue mich heute Abend aufs Duschen. Und da haben wir wieder so dieses Thema Duschen. So diesen Geruch in sich aufnehmen und diese 10 Minuten für sich. Und ich liebe dieses, wenn ich so einen Scheißtag hatte, zu sagen, hey, der Abend soll jetzt besser werden. Ich wasche jetzt alles von dem Tag ab, was mich gestört hat, was mich gestresst hat, was Blödes passiert ist. Das wasche ich jetzt von mir runter und reinige mich. Und dann kann ich meinen Abend entspannt genießen. Dann war noch was, was man noch so. Ach nee, hier. Da wusste ich nicht, was das ist. Ich bin gespannt, das gleich zu lesen. Und zwar Solid Eye Contour Serum. Handgemachte, feuchtigkeitsspendende Augenkorrektur. Das müssen wir unbedingt einmal kurz lesen. Wo haben wir das? Hier. Von Ballard en Provence. Kostet auch tatsächlich 25 €. Eine feste Augencreme ist das. Wenn wir gestresst und müde sind, schlägt sich das meistens zuerst in unserer Augenpartie nieder. Damit du dir in Zukunft lästige Fragen zu deinem Gesundheitszustand oder deinen Aktivitäten der vergangenen Nacht ersparen kannst, legen wir dir die feste Augencreme von Ballard en Provence in die Soulbox. Das feste Cremestück mit natürlichen Inhaltsstoffen versorgt deine Haut und insbesondere deine Augenpartie mit viel Feuchtigkeit und lässt so auch die letzten Spuren eines anstrengenden Tages verschwinden. Die herrlichen Aromen der Strohblume sorgen dabei zusätzlich für deinen perfekten Wohlfühlmoment. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich glaube, das wird
Richtig cool. Also das Stück sieht so aus. So ein bisschen so wie kann man ja auch bei Lush und sowas kriegen. Riecht ganz dezent. Ganz wenig. Cool. Aber ich freue mich, also heute ist Sonntag, während ich das drehe. Ich freue mich sehr auf heute Abend, wenn ich das alles ausprobieren kann. Und es war noch was. Ich wollte gerade sagen, es war noch was aus dem Badezimmer. Ich glaube aber, das ist. Ist das aus dem Badezimmer oder ist das aus der Küche? Das hier ist von Khoisan Meersalz. Feines Meersalz aus Südafrika. Guck mal bitte, wie geil das einfach ist. Und das sind so Verpackungen, die man doch dann aufhebt und weiterverwendet. So, und jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob das für die Küche oder fürs Bad ist. So, behutsam, nachhaltig und fair von Hand geschöpft und an der Luft getrocknet. Das Salz ist unraffiniert, ohne Rieselhilfe, ungebleicht, ohne Zusätze und enthält zahlreiche natürliche Spurenelemente. Also Küche, oder? Von, wie gesagt, Khoisan, kostet 7,95. Kochen, kochen. So, also zum Kochen verwendet man das. Kochen ist auch so eine Geschichte, beziehungsweise Essen allgemein, mehr diese Achtsamkeit zum Essen. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, mich, bevor ich anfange zu essen, mich für das Essen zu bedanken. Also zu sagen, hey, danke Julia, dass du das gekocht hast, dass ich das jetzt essen darf, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, was dir heute schmecken kann, dass du dir Mühe gegeben hast, dass du dir Zeit genommen hast. Oh, das sieht einfach so schön aus. Okay, also sind wir jetzt in der Küche angelangt. Pass auf, da gibt es noch mehr tolle Sachen. Es gibt wieder einen Riegel. Der ist jetzt von Brain Effect Happy Bar. Mach dich glücklich und deck deinen Tagesbedarf an Vitamin D. Finde ich auch geil. Ganze Nüsse, Aprikosen, Sauerkirschen, Lower Carb ohne Zuckerzusatz. Wollen wir den gleich mal probieren? Die haben das ja alle tatsächlich sehr geil geschmeckt, die in den Trend Raider Boxen drin waren. So sieht der aus. Oh, ist ja geil. Super lecker. Mann. Kostet 2,19 €. Super geil. Noch was Leckeres, aber das probiere ich jetzt nicht, weil das kann ich mir dann für heute Abend aufheben, wenn ich meine Gesichtsmaske drauf habe. Schokolade. Auch wieder super schön von der Verpackung her. Die ist von Naturata Peru, edelbitter, 75% Kakao. Das liebe ich tatsächlich sehr. Gibt es auch noch in, was ist das? Karibik. Karibik. Ich glaube, ich noch mehr Prozent Kakao. Kann ich jetzt nicht richtig lesen. 90% Kakaoanteil hat. Karibik. Sehr cool, sehr lecker. Dann hatten wir, bin ich auch sehr gespannt. Also A, die Dose ist wieder so geil. Cavendish and Harvey Double Fruit Drops Black Currant with Apple Filling. Das ist sowas, ich weiß nicht, es erinnert mich irgendwie so an Großmütter. Ich glaube, ich möchte mir das ins Auto legen. Ich finde das irgendwie niedlich. Gibt es auch wieder in drei verschiedenen Geschmacksarten für 1,79 €. Kleine Glücksmomente, das finde ich niedlich. Mit echtem Fruchtsaft. Befördern dich von der ersten Sekunde an in eine köstlich-kulinarische Genusswelt. Aus der traditionellen Blechdose lassen sich übrigens ganz tolle Upcycling-Projekte realisieren. Das glaube ich gerne. So, dann, wenn wir im Bereich Küche bleiben, da waren Muffinförmchen drin. Finde ich ja sehr geil. Also ich benutze von Backefix. Also ich benutze tatsächlich fast ausschließlich schon seit Jahren
Silikonform für Muffins, es sei denn, man gibt die irgendwo mit hin. Dann benutze ich noch Papierförmchen, weil ja, man dann ja seine Formen nicht wiederbekommt. 5,90 Euro sind die spülmaschinenfest für die Mikrowelle geeignet. Wiederverwendbarer Backhelfer, natürlich schadstofffrei. Sehr cool. Dann, das finde ich auch so schön. Guckt mal. So. Good Morning für deinen persönlichen Entspannungsmoment. Ich glaube, es ist Lavendel. Mhm. Also man kann es als Wärmekissen oder Kältekissen oder Duft- und Entspannungskissen verwenden. Und die Füllung ist wirklich 100% Lavendel und Leinsamen, ohne Zusatz von Duftstoffen. Also als Wärmekissen kennt man ja, ne? Verspannung, Muskelschmerzen, Menstruationsbeschwerden. Kommt in den Ofen oder in die Mikrowelle. Als Kältekissen bei Migräne, Kopfschmerzen, Entzündung, Verstauchung oder Prellungen. Da kommt das für einige Stunden gut eingewickelt in das Gefrierfach. Finde ich auch mega spannend. Oder halt als Duft- und Entspannungskissen bei Augendruck, Einschlafproblemen, hatte ich letzte Nacht zum Beispiel wieder, Stress und Unruhe. Einfach auf Augen, Brust oder neben das Kissen legen. Kann man sogar waschen. So, und jetzt würde ich gerne noch wissen, von wo... Also das ist wieder so ein Trendradar-Produkt. Kostet 19,95 €. Ein echtes Unikat, ein Lavendelkissen. Auch sehr cool. So, dann holen wir mal die letzten Produkte noch raus. Das sind die zwei. Starten wir mal hiermit. Das ist so ein Umschlag. Und da ist eine Grußkarte drin. With Love Inside. Und die ist nicht nur irgendwie. Also passt auf, hier ist so ein QR-Code drin. Und hier steht, wie du deine Überraschung hinzufügst. Den QR-Code scannen und die App herunterladen. Überraschung hochladen, Karte testen und versenden. Und hier steht dann, wenn du der Empfänger der Karte bist, was du dann machst. Also wenn du der Empfänger der Karte bist, Handykamera öffnen, über den QR-Code halten und Link klicken, QR-Code-Scanner der Memtel-App nutzen. Warte, das müssen wir jetzt einmal genauer nochmal lesen. Ich finde sowas süß, ich habe es nur noch nicht ganz verstanden. Also, die sind vom Memtel Cards, die kostet 4,90 Euro, ist eine individualisierte Grußkarte. Eine kleine Karte birgt oft die größte Überraschung, vor allem wenn sie eine außergewöhnliche Idee mit einer individuellen Botschaft verbindet. Genau das erwartet dich oder eben deine Liebsten mit der Grußkarte von Memtel, die eine klassische Grußkarte mit deiner digitalen Überraschungsbotschaft verbindet. Denn bei dieser etwas anderen Karte musst du deine Nachricht nicht auf ein paar geschriebene Zeilen beschränken, sondern kannst deiner Kreativität mit Fotos und Videos freien Lauf lassen. Dazu erstellst du mit der passenden App einfach deine individuelle Botschaft und sendest die Grußkarte dann an einen lieben Menschen, den du überraschen möchtest. Nach dem Scannen des QR-Codes wartet auf ihn eine liebevolle und kreative Botschaft, die garantiert gute Laune verbreitet. Oh, das finde ich voll schön und ich weiß auch schon, an wen ich das schicken werde. Sowas liebe ich, sowas finde ich voll schön. Und da so mein Appell wieder mal zu überlegen, wer macht euch glücklich? Wer bereitet euch gute Laune? Wem möchtet ihr mal wieder Danke sagen und diesen Menschen dann eine kleine Aufmerksamkeit machen? Halt eine Karte schicken, Blumen vorbeibringen, was auch immer es ist, einfach mal anrufen. Das bringt uns ganz, ganz viel, aber natürlich auch der anderen Person. Und das Letzte, was drin war, so ein kleiner Aufstellkalender von Gro. Ich habe einfach mal beschlossen, glücklich zu sein. Wo man dann immer so verschiedene Sprüche hat. Wir lesen mal ein paar. Konzentriere dich auf die positiven Seiten des Lebens, denn daraus gewinnst du Kraft, Energie und natürlich jede Menge Freude. Du weißt am besten, was dir gut tut. Nutze deine Freiheit, dich dem zuzuwenden, was dich glücklich und zufrieden macht. Worauf bist du heute so richtig stolz?
Also auch mit schönen Reflexionsfragen, das finde ich gut. Warum sollte ich mein Leben nicht mit Glücklichsein verbringen? Solche kleinen Sachen mag ich auch sehr zum Verschenken. Und das war es wieder mit der Trend Raider Box im April. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, wenn ihr die Trend Raider Box mal ausprobieren wollt, wie gesagt, ich kann die sehr empfehlen. Ich hatte schon einige Boxen in den Jahren, seit es dieses Prinzip gibt. Das ist die beste Box von allen. Ich habe jede gemocht. Die wurden mit Mal zu Mal irgendwie besser. Schaut euch da auch gerne nochmal die Videos der vergangenen Monate an. Und unten findet ihr, wie gesagt, einen Rabattcode, den ihr gerne für eure erste Box einsetzen könnt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!